Das 1:0 durch Jiří Swader in der 22. Minute brachte die neuen Hammer Eisbären in ihrem ersten Heimspiel nicht auf den Erfolgsweg. Die Füchse aus Duisburg zeigten sich schließlich als die abgeklärtere Mannschaft. Dabei war die Euphorie vor dem Match im Hammerlager groß. Schließlich steht der Name Hammer Eisbären für eine besondere Tradition. Ja, also dass die Eisbären wieder in Hamm wieder aktiv werden, freut die komplette Fangemeinschaft eigentlich. Und wir hoffen uns eigentlich, dass auch der Zuschaueranspruch oder der Zuschauerzuspruch dieses Jahr doch wieder steigen wird. Das erste Drittel verlief ausgeglichen und torlos. Nach Swaders Führung drehte Manuel Strode mit seinen beiden Treffern den Spielstand zugunsten der Gäste. Nachdem Benjamin Hanke das 1:3 besorgte, ließ Christian Nieberle mit dem zweiten Tor für die Eisbären nochmal Hoffnung aufkommen. Dennis Palka erzielte dann aber kurz vor dem Ende des zweiten Drittels das 2:4 für die Gäste. Im letzten Abschnitt erspielte sich die Mannschaft von Coach Carsten Plate zwar noch etliche Torchancen, doch den einzigen Treffer erzielte Clark Breitkreuz für die Gäste aus Duisburg. In der Schlussphase ließen einige Hammer ihren frustfreien Lauf und es ging grüppchenweise auf die Strafbank. Somit durften die Duisburger mit ihren zahlreich mitgereisten Anhängern den 2:5 Sieg feiern. Ich bin beeindruckt vom Kampfgeist der Mannschaft. Letzte Drittel waren wir drückend überlegen und schaffen einfach nicht, das Tor zu machen. Wir haben es leider jetzt im zweiten Drittel durch individuelle Fehler verloren und das ist ein bisschen schade. Die Ordnung im eigenen Drittel, die hat bei 2 Toren da überhaupt nicht gestimmt und das sind einfach Geschenke. Und auf dem Niveau, auf dem wir hier spielen, gegen eine Mannschaft wie Duisburg, können wir uns solche Fehler nicht erlauben. Das ist schade, aber das ist ein Lernprozess, durch den die Mannschaft gehen muss. Kurz ein Wort zur Stimmung. War das erste Spiel als Eisbären hier wieder in der Halle im Meisterschaftsbetrieb. Damit zufrieden? Ja, die Stimmung war toll heute. Also ich habe, glaube ich, gerade gehört, 512 Zuschauer. Das hat Spaß gemacht. Das hat den Jungs auch Spaß gemacht. Das hat sie auch im letzten Drittel angetrieben. Das konnte man sehen. Also wie gesagt, 29 Schüsse im letzten Drittel. Die Mannschaft hat gefightet, hat alles gegeben. Es hat dann leider eben nicht geklappt.